Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, in dieser ungewöhnlichen und ungewohnten Zeit gehört es zu meinen festen Ritualen, jeden Tag einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung zu unternehmen. Dabei ist mir eines ganz besonders aufgefallen. Auch mittags herrscht Stille. Normalerweise hören wir immer irgendwelche Geräusche, Motorenlärm von Sägen oder Rasenmähern oder Autos und Motorräder. Nicht bewusst ist uns der Flugzeuglärm, den wir im Alltag gar nicht mehr wahrnehmen. Unser Ohr hat sich einfach daran gewöhnt. Und plötzlich ist da Stille. Lediglich das Pfeifen des Windes in den Bäumen und das Zwitschern der Vögel höre ich noch. Manchmal auch ein Auto, aber selbst die fahren in den letzten Wochen weniger. Und diese Ruhe ermöglicht ganz ungewohnte Begegnungen. Auf meiner letzten Wanderung bin ich zwei Rehen begegnet, die Stille offensichtlich ebenso genossen wie ich. Stille ermöglicht aber auch die Begegnung mit mir selbst, mit den Sorgen um meine Liebsten. Wie geht es den Kindern? Was machen meine Freunde? Haben alle noch ihre Arbeit? Sind sie gesund? Sind sie ausreichend versorgt mit dem Lebensnotwendigsten? Und ich begegne meinen ureigensten Ängsten. Angst vor Schmerzen, vor Krankheit, vor Einsamkeit. In dieser stillen Zeit werden die Ängste und Sorgen lauter und ich habe die Ruhe, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich kann den Umgang mit ihnen gestalten, indem ich beispielsweise mit Freunden telefoniere oder Mails schreibe und mich nach ihnen erkundige. Meinen Ängsten kann ich begegnen, indem ich Vorsorge treffe für den Notfall. Stille ermöglicht mir auch die Begegnung mit meinem Gott. Kann ich auf ihn vertrauen? Kann ich ihm meine Ängste und Sorgen übergeben? Kann ich mich an ihn halten? Ja, ich glaube fest daran, dass Gott mich hält, dass er mich auffängt, dass er mein Schutz und Rettungsschirm ist. Der Glaube an Gott schenkt mir Kraft und Zuversicht. Er lässt mich ruhig werden, lässt Gedanken kommen und gehen. Ähnlich einer Schwangerschaft, in der man außer Warten und Vorsorgen nicht viel tun kann, heißt es auch jetzt abwarten und aushalten. Am Ende der Schwangerschaft steht die Geburt mit dem Geschenk eines neuen Lebens. Was nach Corona kommt, wissen wir noch nicht, ahnen wir vielleicht. Aber es setzt schon jetzt eine Menge Kreativität frei, die gelebt und erlebt werden kann. Der heutige Tag der Grabesruhe des Herrn ist vielleicht ähnlich zu verstehen. Er ist ein stiller Tag. Aber Jesus Christus wird nicht in diesem Grab bleiben. Gott wird es öffnen und sein Sohn wird uns die Verheißung des ewigen Lebens schenken. Er hat dem Tod den Schrecken genommen. Er hat uns freigemacht zu einem Leben in Fülle. Die Stille und die Fülle stehen also nicht in einem Gegensatz zueinander, sondern bedingen sich gegenseitig. So verstanden kann auch das diesjährige Osterfest in Stille eine Fülle an Osterfreude hervorbringen. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund. Ihre Gemeindereferentin Bernadette Kauf.